Die USA und China reden wieder miteinander. Das ist die gute Nachricht nach dem Online-Gipfel von US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi in dieser Woche. Viel Konkretes ist allerdings nicht dabei herausgekommen. Doch wir wollen die Signale, die gesendet wurden, noch mal näher betrachten und sprechen deshalb jetzt mit Sandra Navidi von Beyond Global. Frau Navidi, zunächst ganz generell die Frage, welche Botschaft hat dieser Gipfel zwischen den beiden Staatschefs ausgesendet? Beide Seiten sind an einer Deeskalation interessiert. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die beiden Nationen in einer akuten Beziehungskrise befinden, mit enormen Auswirkungen auf das globale Wirtschaftswachstum und auch den Frieden. Denn man muss sehen, die USA machen 20% des globalen Bruttoinlandproduktes aus, China 15%, Tendenz steigend, auch sie gehen auf 20% zu. Und China hatte sich mehr versprochen von einer Biden-Regierung, also einer Rückabwicklung der unter Trump getroffenen Maßnahmen. Und die Biden-Regierung hat mittlerweile aufgegeben, indirekt auf China Einfluss nehmen zu wollen, also insbesondere im Hinblick, was Menschenrechte und andere Konfliktherde betrifft, weil man zu der Erkenntnis gelangt ist, dass China und die USA so eng auf allen möglichen Ebenen miteinander verzahnt sind, dass eine Entkopplung praktisch unmöglich ist, es sei denn, man nimmt enorme wirtschaftliche und andere Schäden mit in Kauf.